Derweil bei Jalan und Ragnar. Ja, Ragnar würde den guten Jalan natürlich wieder durch Mylas Grund führen. Und ab und zu mal sagen, ja, hier habe ich früher gewohnt, hier wohnt die alte Frau Schlachmichtot, hier wohnt der Krämer so und so. Da wurde ich dann ab und zu mal von diesem blöden, gemeinen Typen verhauen. Würde dir ein wenig über Mylas Grund erzählen, also größtenteils nur meine subjektive Meinung von Mylas Grund. Aber alles in allem ist das eine sehr schöne Gegend. Da hinten spielen zum Beispiel auch Manticore Mylas Grund, die beste E-Man-Mannschaft, die es überhaupt gibt. Und ja, so würdest du dann wieder durch Mylas Grund bis zum Herberge der gütigen Kratravia geführt. Und dieses Mal würde dir auffallen, dass wir, da du kein Pferd dabei hast, durch etwas dunklere Gassen laufen, die wohl etwas weniger besucht sind. Ich blicke mich allenthalben trotzdem mal nach jedem Schatten um, der irgendwo hinhuscht. Immer vor der Angst, dass gleich noch ein Kind herbeigestürmt kommt und mich nochmal umlatzt. Und dann, mit etwas gesenktem Kopf, geht's in die Taverne. Ja, Kinder wirst du viele sehen, auch viele Schneebälle, die mal wieder halbherzig nach dir geworfen werden, aber keine schwarzen Blitzstrahlen, die weiter nach dir greifen. Ist Wunderhammer noch hier? Ja, sitzt in der Taverne und ja, bist wohl gerade beschäftigt, ich muss gerade mal schauen. Tusche, wo ist denn der dritte? Der war tot, oder? Ach nee, das war ja nur eine Illusion. Ich wollte gerade sagen, einer fehlt. Habe ich den aus Versehen gelöscht? Das kann sein. Ach, der Finn? Ja. Der ist nicht mehr da. Der war eigentlich vorhin auch noch hier oben. Genau, dann kann das sein. Ja, Finn ist auch dabei. Die spielen gerade Karten. Oh, da muss ich mich dazu setzen. Und schau mir an, wie die Karten spielen. Kann ich auch eine Runde mitspielen? Ja, setz dich dazu. Setz dich dazu. Er spielt doch hoffentlich um Geld, oder? Ja, also das bisschen, was wir haben, viel ist es ja nicht, aber vor allem auch um die Rechnung hier. Und was spielen die denn? Schöne Runde Boltern. Ach Mensch, da bin ich doch direkt bei. Jalan, willst du mitspielen? Ach, warum nicht, wenn ich schon mal hier bin. Ich fürchte, ihr müsst mir die Regeln aber noch einmal erklären. Ja, wir spielen, jeder kriegt zwei Karten, währenddessen mischt dann Finn, Talienblock, Steinwald. Mischt dann die Karten, teilt dann jeweils zwei Karten aus, verbrennt dann eine, legt die also weg und legt dann nach und nach drei Karten und schiebt die dann umgedreht in die Mitte, also verdeckt in die Mitte. Dann dreht er deine Karten ganz einfach auf die offen um und erklärt dir dann, was du gerade bekommen hast. Ja, das sind die Karten, die du hast und du musst jetzt. Aber das ist schon schlecht. Also du kannst auf so ein. Kannst die Karten sammeln oder die. Aber naja, jetzt müsstest du eben überlegen. Der Pot ist gerade bei Wunderhammer ist gerade der Pot und dann müsste Ragnar den Kleinen machen. Und dann kannst du eben erhöhen oder du kannst eben dabei bleiben oder aussteigen, aber das ist gerade noch egal, weil du gerade noch nicht im Zug bist, aber musst eben drauf warten, was Ragnar macht. Nun gut, dann spielen wir doch einmal. Also ich erhöhe auf jeden Fall. Um, sagen wir mal, zwei Heller. Ja, ich gehe mit. Und so wird ihr, ja, Boltern erzählt, erklärt. Ihr könnt dann eure ersten paar Runden machen. Muss gerade mal schauen. Ragnar hat 9 Punkte. Jalan minus 1. Ja, also hier nichts gewinne, ist mir auch klar. Aber ja, Ragnar wird dann nach und nach das Geld in die Richtung von Ragnar wandern. Also Wunderhammer. Wir wurden da leider ein wenig unterbrochen. Wo genau kamt ihr noch gleich her? Verzeiht, ich komme aus Andergast, also schon einige Zeit her, aber bin weg von da. Militär war nicht so meines Glückes Schmied und dann habe ich mich hier, also ihr, ich war früher mal Schmied und wurde dann eingezogen, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig, zumindest hier darf ich wegen den Gilden, darf ich nicht einfach so schmieden. Deswegen sitze ich gerade auf einem Trockenen. Ja, ich kann die Lizenz besorgen. Ein paar Leute. Wenn du das kannst, wenn das so einfach ist. Ja, kostet ein bisschen, aber nicht ganz so viel, wie man es normalerweise, ne? Ja, dann brauche ich noch eine Schmiede, aber wie gesagt, mit der Lizenz darf ich es dann zumindest. Ja, richtig, dann kannst du zumindest zu irgendwem hingehen und dann da quasi als Geselle wieder anfangen. Oder warst du vorher Meister? Ich war Meister. Ach Mensch.
Ein Meisterschmied, der hier sitzen muss und sein Leben... Ja, verzeiht mein Herr. Also wie gesagt, ich wurde eingezogen in den anagastischen Dienst und hatte dann keine Lust, gegen die Nostrianer zu kämpfen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, wie gesagt, ich bin ein Feigling. Mich plagen auch Albträume deswegen, aber... Ich habe den Dienst in Andergast quittiert und bin deswegen jetzt nach Garot gegangen. Nun, die Gemeinen sind ja auch nicht dazu da, mutig zu sein. Vor allem ist der Krieg gegen die Nostrianer auch so sinnlos. Ich weiß nicht mal, warum wir kämpfen. Jeder hat den Grund vergessen und keiner will sich eingestehen. Und es ist so, als würde irgendwas Großes Böses da unten sitzen und den Boden verderben. Aber na, sag das mal den anderen. Das glaubt ja eh keiner. Ist auch nur so ein Gefühl. Ich bin mir sicher, eure Landesherren werden schon wissen, was das Beste für Elender ist. Die Grenzen wandern hin und her und viele sterben und dann ist für 5 Jahre mal die Grenze so und dann gehören einem 2 Steinreichen mehr und dann kann man die Schweine dahin schicken und dann kommt die Fischkörbe wieder und ach du, ich sag's dir. Naja, aber ich freue mich zumindest, dass ich euch irgendwie helfen konnte, auch wenn ich euch nur aus dem Matsch gezogen habe. Wenn ihr eine Anzeige aufgeben wollt gegen die Kinder, dann kann ich euch irgendwie eine Beschreibung oder sowas geben bei der Stadtwache. Ach, seht euch da rum, hier ist alles voller Kinder. Sie sehen alle gleich aus. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand die jagen wird. Aber wenn ihr irgendwie, falls Ragnar euch nicht helfen kann, Hilfe dabei braucht, um eure Lizenz zu kommen, dann sagt Bescheid. Vielleicht lässt sich etwas machen. Jawohl. Mummeln wir dann nochmal in den Schnauzer. Lizenz. Fischschmieden. Verfluchte Bürger. Na, wenn du ihm helfen willst, kannst du ihm doch einfach die Lizenz bezahlen. Was kostet so etwas denn? Das variiert. Je nachdem, wie man fragt. Ich glaube, wenn man da bei einem Meister anfragt, die können von bis 5 bis 50 Dukaten. Aber dann, wenn du bei 50, dann bist du vielleicht bei Thorn Eisiger gelandet. Bei Eisiger habe ich demnächst einen Termin. Ich kann ihn ja mal fragen. Und so. Aber ich guck mal, ob ich sowas finde. Ja. Und so verspielen wir noch ein wenig Geld und ich übernehme vermutlich auch zumindest Wunderhammers Kneipenrechnung. Da würde sich sehr drüber freuen. Ja, würde mich auch drüber freuen. Würde mich auch drüber freuen. 1000 Mal aber betonen. Also ich würde mich auch drüber freuen, sagt Ragnar auch zu Jana. Du ziehst mir doch schon ein Spiel das Geld aus der Tasche, Ragnar. Jetzt wird nicht gierig. Ja, ich habe viel heller gewonnen. Frosty, ich streich mir einfach mal 2 Silbertaler ab. Ich denke, das ist ja, du, also, wenn es jetzt nur um Silbertaler geht, das ist, glaube ich, nicht so ganz wichtig, wenn wir hier schon mit Dukatenbereich spielen. Bei Abel mir die 25, streich ich sie einfach ab. Passt schon. Gut, dann wie gesagt, wir verspielen noch ein wenig den Abend und irgendwann wird Ragnar uns wohl auch wieder nach Hause bringen. Also mich zumindest. Aber was ist jetzt eigentlich mit den anderen? Also werden wir wieder spielen. Ich denke, wir werden die morgen früh aufsuchen. Aber also erstmal fragen, was er in der Stadt will. Sollte man nicht irgendwo mal nachfragen, was da jetzt eigentlich passiert ist? Ich finde, dass wir hier die Zeit mit Spielen verspielen, zwar ganz schön, aber sollte man sich nicht irgendwie mal darüber informieren, was hier eigentlich passiert ist? Und die Stadt ist wieder in Ruhe. Dann war diese Zauberei nur temporär. Ja, aber vielleicht war das ja ein Ablenkungsmanöver oder sowas. Ich sehe nicht, was einfache Leute wie wir daran machen können. Wir sollten die Magier dabei belassen, wenn sie das untersuchen möchten. Aber das klingt doch nach Abenteuer. Ja. Wie gesagt, ich werde mal versuchen, Kontakt mit unserem gemeinsamen Bekannten herzustellen. Weißt du denn überhaupt, wo der ist? Und Ragnar grinst dich verschmitzt an. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir sicher, man kann mir in der alten Residenz helfen. Weißt du denn, wo die ist? In der Mitte der Stadt? Na, fast. Aber dort ist es relativ einfach, sich umzusehen, weil dort ist alles voller Mauern. Und da gibt es nur einige sehr große Gebäude. Umso besser. Und falls es dann Arbeit für uns gibt, wird er sich sicherlich mit uns in Verbindung setzen. Das denke ich auch. Er wird wahrscheinlich gerade ganz andere Probleme haben. Bin hierher gekommen, um von den Orks wegzukommen. Na gut.
Im Inneren der Akademie herrscht ein militärisch strenger Ton. Die Eleven kämpfen hier auf den Gängen, teilweise eben auch in dem kleinen Innenhof, sind auch im Dauerlauf, Schwertkampf, Stabkampf, Liegestütz, Turnen, teilweise an irgendwelchen Recken. Hier wird der, ja, die Leibesvisitation sehr groß geschrieben. Einige dann eben auch mit scharfen Waffen, mit Flammenfeuer. Irgendwie Faxi, die sie gegen sich in sich reinhauen oder Guardianum, die dann dagegen gezündet werden. Und wenn der Zauber nicht klappt, dann verbrennen sie sich halt. Das ist schon Kampfmagie der ganz hohen Kunst. Ja, und Fehler werden bestraft. Als dann ein Magier auf dich zukommt, der sich wohl gerade dafür zuständig sieht, Abelmir und Ömer zu bedienen. Nehmen mit militärischer Haltung an und Ja, salutiere. er salutiert ebenso. Quintian Ab. Quandt vom Berg, mein Herr. Wie kann ich euch Aber helfen? mir, ja, Morenos, zu euren Diensten. Nun, ihr seid Gast bei uns. Wie kann ich euch helfen? Was? Die Stadt geht in Flammen auf und ihr, was tut ihr hier? Nun, wir führen das Training mit den Eleven sofort, wie es uns gewiesen wurde. Und da draußen sterben Menschen. Ihr müsst doch etwas tun. Soll ich die Eleven alleine lassen? Sie selber können hier nun ja wenig tun, da sie nicht ausgebildet sind und so kann ich sie nicht vor die Tür gehen lassen. Viele andere Magier, die hätten helfen können, sind allerdings im Kampf mit den Schwarzen Landen und gar nicht in dieser Akademie. Ihr wollt mir also sagen, ihr tut gar nichts. Wir tun wenig. Es wurde bereits analysiert, dass es sich dabei um eine große Illusion gehandelt hat, aber nun ja. Wir verstehen uns wenig auf die Phantasmagora, können da wenig gegen tun, sind deutlich unterbesetzt. Etliche Magier sind an der Front, wie ich bereits sagte, in Randgebieten der Schwarzen Lande. Und ihr steht mir jetzt ebenso die Zeit. Ich verstehe. Möchtet ihr uns denn helfen? Ja, das war meine Intention. Gut. Was kann ich tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie könnt ihr uns denn helfen? Wollt ihr die Eleven ausbilden? Ich Nein, sehe an eurem nein. Siegel, dass ihr aus Betana kommt. Ja, wie hat hier das Kommando? Seid ihr oder wo ist die Spekularität? Ihr wollt die Spektabilität? Nun gut, das kann ich arrangieren. Der Legat, wer auch immer was zu sagen hat hier in diesem Chaos. Es muss was getan werden. Na, Ihr könnt kommt nicht bitte einfach hier mit. rumsitzen und nichts tun. Kommt bitte mit. Ja, er führt dich dann durch die Gänge, geht zackig voran. Du kannst dann auch noch hören, wie er wohl in sich zu sich selber murmelt. Mit der Spektabilität sprechen, das hat noch niemand gesagt. Das wollte noch niemand. Immer dackelt einfach, wenn sie grinst sich in sich hinein und denkt sich so, die Magier scheint ganz eigene Probleme immer zu haben. Ja, vor einer großen Tür stehen geblieben, mehrere Stockwerke nach oben, kannst du dann vor dem Büro von Saldor, Sohn des Sablon, stehen bleiben. Er klopft einmal, und nickt euch dazu. Verzeiht, ich werde dort nicht reingehen. Ich bin froh, wenn ich nicht mit Saldorf-Hostlerin sprechen muss. Herein! Erst mein unglücklicher Blick zu diesem Herrn, der hat sich überhaupt nicht vorgestellt. Durch die Tür. Ich habe hereingesagt! Ich mach die Tür auf. Und ja, Du tritt kannst ein. erkennen, ein kleiner Zwerg, der dort an dem viel zu großen Tisch sitzt, eine Rohalskappe im Gesicht, ein immer noch sehr schwarzer Bart, schaut er dich an, ist wohl noch ein recht junger Zwerg, möchtest du meinen. So viele hast du noch nicht gesehen. Ja, was auch immer ein Zwerg dort tut, aber vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, vielleicht schon mal von ihm gehört. So oft ist er nicht Bestimmt. unterwegs, aber er ist der Vorsitzende der Weißen Gilde, er ist Spektabilität der Akademie Schwert und Stab zugare. Ja, ich salutiere wieder. Aber mir, ja, Morines, zu Ohne euren Meldung. Diensten. Was wollt ihr? Da draußen herrscht Chaos. Galotta hat die Stadt angegriffen. Und zeigst du Richtig. noch draußen aus dem Fenster oder wenn es Fenster gibt, keine Ahnung. Ich habe Augen im Kopf, ich kann das sehen. Ihr sagt das Offensichtliche. Und ihr sitzt hier rum und verfasst Berichte oder was tut ihr hier? Richtig, ich schreibe Berichte. Ich werde nachher zu Rakallahorsen-Rasen-Ravenmund gehen. Die hat ja auch allzu viel zu tun. Und ihr wollt Berichte austauschen. Wollt ihr mir jetzt sagen, wie ich mich zu verhalten habe, Adeptus Major? Natürlich nicht. Das steht mir überhaupt nicht zu. Ich wollte bloß um meine Aufgabe bitten. Eine Etwas tun. Aufgabe.
Nun, wenn wieder einmal Illusionen über uns herfallen, dann solltet ihr sie am besten vernichten. Ihr solltet allerdings innerhalb der Stadt keine Ignisferi zünden, das wäre sehr ungesund. Ich bevorzuge den ganz normalen Ignifaxius. Und sonst habt ihr nichts für mich zu tun? Was soll ich euch denn sagen? Antimagie ist nicht mein Thema. Da müsst ihr mit der ersten Hofmaga sprechen. Aber ihr seid die Spektralität, der Vorsitz der Weißen Gilde. Ihr müsst die Weißmagier führen. Ja, indem ich Briefe und Protokolle schreibe. Das mache ich vom Schreibtisch aus. Mir fällt erstmal die Kinnlade runter. Ich verstehe. Gut. Es tut mir leid, dass ich eure Zeit gestohlen habe. Nun, Angriff steht bevor. Das heißt, ich sammle alle Weißmagier in dieser Stadt. Und das tue ich, indem ich Briefe schreibe. Gut, ihr findet mich heute noch im Silander und sonst, wie ist diese Kneipe nochmal? Ich vergesse diesen Namen mal wieder. Herberge zur gütigen Tafia, hoher. Nein, nicht die andere Roboter. Dass sich die Horasia wieder im Silander einquartieren, war mir ja klar. Wie ist dann diese Kneipe? Irgendwas mit Füllhorn? Fülltüte? Es interessiert mich nicht, wo ich euch finde. Gut, ihr seid bereits in der Stadt. Ihr seid hier richtig. Etwas tun wollt und diese Wesen bannen wollt, sprecht dann mit den Antimagiern. Die findet ihr in der Akademie der magischen Rüstung zu Gareth. Nicht hier. Das hier ist die Akademie von Schwert und Stab. Hier wird Kampfmagie gelehrt und gesprochen. Und ich führe als Spektabilität nicht nur diese Akademie, sondern als Vorsitzender der Weißen Gilde, wie ihr sicherlich wisst, da ihr selber Mitglied dieser seid, werde ich eben auch die restlichen Magier hier versammeln. Gut. Ach, voller Humpen hieß. Wie auch immer. Es interessiert mich nicht, wo ich euch finde. Gut. Ich werde mich bei Titan melden. Verzeiht mein Eindringen und eure Zeitverschwendung. Gut. Immer kommt. Wir haben ja natürlich hohe Geletter, ja. Und schließe die Tür hinter mir. Quintian Quant steht vor euch und wie war er? War er gut drauf? Ich weiß nicht. Also ich habe noch. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also draußen herrscht das Chaos und er sitzt und schreibt Briefe. Naja, das ist doch seine Aufgabe, oder nicht? Er müsste etwas tun. Ist Nein. Die Weiße Gilde nur noch mit sich selbst beschäftigt und schreibt Briefe und Berichte und wir müssen tut nichts. Wir müssen uns streng an den Kodex halten. Das hat auch nichts mit dem Kodex zu tun. Ihr müsst etwas tun. Das hat nichts. Für die Leute. Für jede Situation gibt es ein Gesetz im Kodex. Eine Regel. Ihr klingt mir fast wie ein Schwarzmagier, mein Herr. Bitte? Wenn ihr den Kodex missachtet, der Albyricus muss gewahrt bleiben. Für jede Situation gibt es eine Regel. Und dass er jetzt Briefe schreibt und die anderen an den Hof zitiert nach Gareth, ist doch Artikel 84, Paragraph 4b. Habt ihr denn nicht studiert im Horasreich? Oh mein Gott. Ist das schlimmer, als ich dachte. Gut. Betana ist doch noch in der Weißen Gilde, oder? Er sieht dich ganz erschrocken an. Natürlich. Sagt, wenn ihr etwas. Wann sammeln sich die Magier? Wann ist das Treffen anberaumt? Das Treffen? Nun ja, die Briefe werden per Eilbrieftaube sicherlich verschickt, vielleicht auch magisch. Bin mir nicht ganz sicher. Ein Transversales wird der Meister sicherlich nicht benutzen. Er kann ja nicht alle Weißen Akademie ansteuern. Also, ich bitte euch, er runzelt die Stirn, guckt völlig verstört dich an. Ich verstehe. Also, es wird mindestens eine Woche, ein Mond dauern? Nein, ich vermute, nun ja, in 2 Tagen werden sicherlich die anderen Spektabilitäten per Transversalis hier eintreffen. Gut, und dann? Was wird dann passieren? Nun ja, dann beratschlagen wir, so wie es der Kodex möchte, in einer Ältestensitzung, wie wir gegen Galotta vorgehen können. Es handelt sich dabei doch nur um Illusion. Habt ihr nicht zugehört, was er gesagt hat? Nun ja, Antimagie, das ist das, was wir brauchen, aber das wird hier nicht gelehrt. Da werdet ihr, wie gesagt, zur magischen Rüstung gehen müssen.
Ihr habt anscheinend nicht wirklich zugehört, was er gesagt hat. Ihr müsst zwischen den Zeilen lesen. Er sagte, er will diese Stadt vernichten. Gareth ist nicht würdig, sagte er, glaube ich. Er will, er sagte einen Namen für eine andere Stadt. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Kolakai, sagte er, glaube ich. Genau. Habt ihr das schon mal gehört? Nun ja, Zayat lernen wir hier nicht. Ja gut, aber ihr seid doch nicht erst gestern in der Weißen Gilde. Vielleicht habt ihr Nachrichten bekommen. Ihr bekommt auch etwas mit, wenn ihr Schwarzmagier verhört. Schwarzmagier verhören? Nicht? Also Schwarzmagier, nun ja, wenn sie in der magischen Gilde sind, dann werden sie nicht verhört. Dämonen, ja, Dämonen und Paktierer, die werden natürlich getötet. Genauso wie gefallene Magier, aber solange sie in der Schwarzen Gilde sind, haben sie immer noch ein Recht, von der Schwarzen Gilde gefangen genommen zu werden und von ihnen wird der Prozess durchgeführt. Aber wir töten keine Schwarzmagier. Das ist gegen den Kodex. Ich verstehe. Nun ja, außer man ist Pfeil des Lichts, dann darf man natürlich mit Sonderbevollmacht. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Meint ihr, die Spektralität der anderen Akademie ist etwas, wie soll ich sagen? Rakala von Horsenraben, und meint ihr? Genau. Nun ja, sie ist auch Erzmager und auch eine Spektabilität und sie ist Hofmagierin, also erste Hofmagierin von Königin Ema. Wenn sie denn da ist, ich glaube, sie ist auch zackig und flott, aber ja, während er dann eben wieder zurück zur Tür mit ihr geht, wird das ganze Gespräch geführt. Nun ja, wenn sie denn da ist und wenn sie Zeit für euch hat, dann ihr solltet da schon einen militärischen Ton anlegen. Aber, selbstverständlich. Aber sie wird sicherlich etwas gegen Illusionen tun können. Gut. Aber auch sie hält sich streng an den weißen Kodex. Gut. Nun gut, ich danke euch für eure Zeit. Wollt ihr eine mobile, gekürzte Ausgabe mitnehmen zum Studieren? Das was? Das Kodex, eine mobile Ausgabe. Wir haben immer ein paar an der Tür liegen. Das kann nicht schaden. Ja, dann ihr seid an der Tür angekommen, eröffnet ihr das schwere Portal wieder, verschwindet kurz in einem Raum und kommt dann wieder, bringt ihr einen mächtigen Folianten mit und drückt ihr die 20 Kilo in die Hand. Das ist die Reiseausgabe. Sehr schön. Die gekürzte Version, vermute ich. Die gekürzte. Wunderbar. Eine hervorragende Bettlektüre. Gut. Ja, da sind die Großlänge wieder. Danke euch. Komm mit Torwars. Ja. Aber du sagst, wie raus sind. Abelmir, ich weiß zwar nicht wie viel, aber sollte man so einem Spektabilitäten-Typen nicht einfach ein bisschen Backschisch geben, damit der einem da irgendwie so das machen lässt, was man machen will? Ihr seid hier im Mittelreich. Ja, das heißt vielleicht anders, aber das muss ja genauso funktionieren. Oh, ich rate euch bei diesen Herren kein. Wie nannt ihr es? Backschisch? Backschisch, genau. Ein bisschen was Tata auf die Kralle. Ihr wollt die bestechen. Nein, das ist mehr oder weniger so ein Motivationsverbesserer. Tut mir einen Gefallen. Versucht das nicht bei solchen Leuten. Ich nicht, aber ihr wisst ja eh. Ich? Na, noch viel weniger. Also, wie kommt ihr aber, dass ich so etwas tun würde? Also, das käme mir nie in den Sinn. Wenn man in Tulminen dann will, dass sich irgendwas tut, dann muss man schon ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen Backschisch. Aber nicht mit Geld. Also na klar. Ömer. Habt ihr was rausgefunden? Wenn der Daumen. Ja, den ihr oberster Muckel ist hier wohl ein Zwerg. Oh, das ist ja gut. Ein Groscho. Habt ihr rausgefunden, was für ein Zwerg? Ein Junger. Der hat einen dunklen Bart gehabt. Ihr redet hier von der Spektabilität. Also, ja. Ihr sollt ihn auch so anreden. Ach, Zauberer. Ein schwarzer Bart. Ja, ich glaube, ich hätte glaube gehört, wenn ein Erz oder ein Amboss-Zwerg aus Xordosh gekommen wäre, hier irgendwie Drachenmagie studiert hätte, das hätten wir glaube ich mitbekommen, oder? Also, wenn aus Xordosh kommt, bestimmt. Muss ein Brillanzwerk sein. Ja, oder vielleicht noch so ein verdammter Hügelzwerg. Hügelzwerge, wir spuckt aber aus. Hügelzwerge, Brillanzwerge, Menschen, Großlinge. Ihr sollt euch benehmen. Tun wir doch. Meine redet nicht so von einer Spektabilität in solchen abfälligen Ton. Drachenmagie.
Okay, hoher Herr, was jetzt nur als nächstes? Wir sollten Ragnar finden. Ragnar und Jalan finden. Habt ihr diese Stadt mal gesehen? Hier sind doch Tausende, aber Tausende von Leuten. Hunderttausende vielleicht. Wie wollt ihr denn hier jemanden finden? Wollt ihr euer Reisebuch nicht vielleicht ins Hotel Selander bringen, damit das so hier auf den Straßen nicht verschmutzt? Ich trage das nicht, ich habe schon genug zu tragen. Eine gute Idee. Ömer, könntest du das Buch hochbringen? Wir warten so lange hier. Oh klar. Ömer schleppt dann das Buch dann Richtung Hotel Selander. Mal schauen, wie einen da reinlässt als abgewrackter Söldner mit dem Buch. Ja, einer der Diener stellt sich dann vor den Eingang. Verzeiht mein Herr, ihr seid, glaube ich, falsch. Zu den nächsten Tavernen wird die Straße dort hinunter. Ich bin der Diener von dem Abelmir. Hier, das ist sein neues Zauberbuch. Das muss auf sein Zimmer. Ja, ein zweiter Diener tritt herbei, flüstert ihm wohl irgendwas ins Ohr. Verzeiht. Ja, die Gastschaft von Jamorenis. Ja, sein Zimmer. Ihr gehört dazu. Ich kann mich erinnern an euch. Prüft ein bisschen die Nase. Wenn ihr das Buch einfach auf sein Zimmer bringen lässt, das reicht schon. Das Buch. Ja, dann, wenn ihr mit diesen Schuhen nicht die Eingangshalle betretet, dann... Nun ja, ich werde das Buch abnehmen. Das werde ich auf sein Zimmer bringen. Herzlichen Dank. Jojo. Sehr zuvorkommend von euch. Fetzt mit euch.